Herzlich willkommen an diesem Abend zu Was tut sich im deutschen Film hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Das ist unsere Reihe, die wir mit EPD Film, der führenden Fachzeitschrift für Film, zusammen organisieren. Und jeden Monat zeigen wir ein herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk. Das wissen Sie wahrscheinlich. Heute ist es ein besonderer Abend, deswegen auch schon einen Kurzfilm vorweg, weil wir konnten uns nicht einigen, welchen wir zeigen wollen. Und mir lag so viel an dem, den habe ich in Hof gesehen letztes Jahr. Und das ist so ein großartiges Werk, wo ich dachte, so viel Hommage an die Filmgeschichte. Das muss man natürlich im Filmmuseum unbedingt zeigen. Und ja, das ist so das Motto des heutigen Abends. Es ist nämlich ein Werk im Westend-Zyklus im Rahmen der Kölner Gruppe. Das ist das Umfeld. Wir haben einige Gäste eben heute auch hier. Darüber freuen wir uns sehr. Bevor ich Sie nach vorne rufe, noch vorneweg, wie der Ablauf des Abends sein wird. Wir werden jetzt noch kurz drüber sprechen, wie das eigentlich entstanden ist. Auch jetzt gerade so ein Film mit einer Kamera von 1928, haben Sie am Abspann gelesen. Dann gibt es den eigentlichen Vorfilm, Wellenreiter, 10 Minuten, und dann gibt es Weiße Ritter, den Hauptfilm des heutigen Abends. Und ja, danach, nach dem Film, dann ein ausführliches Werkstattgespräch, das Rudolf Worschech, der Chefredakteur von EPD Film, selbst führen wird mit den beiden Regisseuren. Ja, und die beiden haben Sie auch schon auf der Leinwand gerade eben erleben dürfen. Bitte begrüßen Sie Markus Mischkowski, Kai-Maria Steinkühler sowie Ulla Wetzig und Christos Dasios. Kommt alle nach vorne bitte. Herzlich willkommen hier in Frankfurt. Schön. Guten Abend. Guten Abend. So, jawohl. Schön, dass ihr da seid. Komm, ich nehme euch da so in die Zange. In die Zange. Jawohl. Alleine in die Zange nehmen, ist auch nicht schlecht. Ja, schön, dass ihr da seid. Das ist ja tatsächlich was Besonderes. Morgen geht Karneval los. Für euch als Kölner, ihr seid da ja voll integriert. Also die Kölner Gruppe bedeutet ja wirklich, ihr seid Vollblut-Kölner und macht seit Anfang der 90er gemeinsam Filme, ne? Ja, genau. Also wir beide machen seit 91 zusammen Filme. Wir haben mit Super 8 angefangen und ab 96 den Westend-Zyklus. Und der Wechsel ist jetzt unser neuester Kurzfilm, der, wie du sagtest, den Hof Premiere hatte im Oktober. Und sag mal was dazu, Kai. Das ist ja tatsächlich, wo habt ihr diese Kamera entdeckt, dass da sowas draus werden konnte? Die Kamera tatsächlich verstaubte und verharzte lange Zeit in einer natürlich sehr gut ausgeleuchteten Vitrine unseres Leib- und Magen-Technikverleihers, der, ja, ich weiß nicht, gar nicht den Mut hatte oder nicht die Traute hatte, diese Kamera überhaupt nochmal ans Laufen zu kriegen. Und Markus entdeckte sie irgendwann mal und sagte, da muss doch was gehen. Und ja, es geht auch. Es dauert ein bisschen, bis man diese wunderbare, ganz tolle, im Prinzip sehr einfache und vor allen Dingen sehr haltbare Technik verstanden hat und wieder ans Laufen gebracht hat, aber es lohnt sich, weil, gut, nicht nur, weil es wieder auf 35 mm gedreht wurde, sondern weil es einfach eine wunderschöne Art und Weise zu drehen ist. Ulla, du stehst als Dramaturgin hier im Abspann. Sag mal, wie verändert das etwas, wenn man weiß, das Material ist auch sowas Besonderes, fließt das mit ein in so eine Geschichte? Und wie kommt es zu diesen ganzen tollen Hommage-Zitaten? Wie lange hat das gedauert, bis ihr das so zusammengestellt habt? Also das Drehbuch sozusagen haben ja die beiden oder Markus geschrieben. Aber die Arbeit natürlich, erstens ist es anders, mit einem Stummfilm zu arbeiten. Das geht dann doch deutlich schneller, weil man nicht diese Tonprobleme hat. Aber das Material natürlich, man muss anders vorbereiten, weil man ja finanziell begrenzt ist auch einfach. Das war spannend. Und was ich auch noch interessant fand, was anders ist als bei sonst den Drehs, dass der Kameramann immer mit dem Rücken zum Geschehen stand, weil der, das kann aber der Markus besser erzählen. Das lag jetzt daran, dass unser Kameramann, mit dem wir seit 20 Jahren schon zusammenarbeiten, Linkshänder ist und die Kurbel aber bei dieser Kamera rechts war und er konnte einfach mit rechts nicht kurbeln. Es wäre ruckelig und dann sagte er, okay, wir machen keine Schwenks, wir machen ja auch keine Fahrten. Es ist egal, wenn ihr das Bild eingerichtet habt, ich muss das ja nicht sehen, wenn es einmal ist. Und dann hat er sich dann immer so hingestellt und immer nur geguckt, mal zwischendurch, ob wir noch weiter spielen und dann irgendwann auf das Cut gehört. Christos, die Hauptrolle hier drin gespielt, da muss man natürlich totales Vertrauen haben, wenn nicht mal der Kameramann hinschaut. Das Hauptvertrauen galt der Kamera. Ja. Die Kamera gab den Takt vor. Das ganze Tempo, das Drehtempo, die Setup-Wechsel bestimmte die Kamera selbst. Wir hatten Bollerwagen ab durch die Altstadt. Man musste auf nichts achten, keine Helikopter am Himmel, keine betrunkenen holländischen Touristen, ist egal, einfach weiter. Die Kamera, sobald sie stand, ging es weiter. Also die hat die Dramaturgie
Dramaturgie vorgegeben. Ja, verstehe. Aber vom schauspielerischen Standpunkt muss ich sagen, war sehr interessant zu erleben, dass es keine Aufmerksamkeitsspanne gibt, wenn man stumm dreht. Alle brabbeln vor sich hin, der Kameramann echt so, oh Gott, mein Arm, Markus, wie viele Bilder haben wir? Der guckt immer aufs Tachometer, der Kameraassistent, alle brabbelten quer durchs Bild. Ola meinte auch, und was haben wir als nächsten Take, was machen wir da? Während des Drehs. Ich hab Hunger. Ja, und wir mussten ja irgendwas erzählen, es gab ja in dem Sinne kein Drehbuch, aber man muss ja trotzdem miteinander kommunizieren, mit den anderen Schauspielern, und das ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn alle laut durcheinander reden und man selber ja, spielen soll, vorne es keiner ernst nimmt und aber Handys klingeln, völlig egal. Handys klingeln. Ja, es ist ja. Ja, was ich toll finde, ist nämlich dann auch die Musik, die dazu kommt, weil ich glaube, davon lebt das dann. Man kennt so viele Filme, wo man das Gefühl hat, ja, die sind halt jetzt auf modernen Stummfilmen gemacht, aber die haben nicht dieses Flair. Wie habt ihr das geschafft, dass dieser Film so eine Ausstrahlung entwickelt? Ja, wir haben auch einen Musiker, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten, schon seit West End, unserem ersten Langfilm, der die Musik für uns produziert. Das ist Robert 2001, Nacken. 2001, ne? 2001. Ja. Robert Nacken ist auch mittlerweile ein Filmemacher, auch erfolgreich, hat Lola gewonnen, Kurzfilmpreis. Ja, hier auch zweimal, Christos Dasios. Vorletztes Jahr, meine ich. Und das ist eine sehr, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ja, wir halten ihn für einen Meister, weil er kann sich auf jedes Projekt so einlassen und macht uns die Musik, wie wir sie gar nicht besser erfinden können. Ne? Und mit Petr Abramovic natürlich auch noch einen sagenhaften zusätzlichen Pianisten am Start hat. Wirklich fabelhaft. Aber ihr habt schon was verändert. Es gibt jetzt nicht diesen Méliès-Schriftzug irgendwo in der Kölner Innenstadt, oder? Den haben wir dran geklebt. Also doch ein bisschen was noch verändert. Ja, Schwarz-Weiß ist auch euer Stilmittel. Also wir werden das jetzt heute noch ein paar Mal sehen. Wie ist es dazu gekommen? War das von Anfang an eine bewusste Entscheidung? Hey, das gibt beim uns... Beim Stummfilm? Nee, nicht beim Stummfilm. Generell bei eurem Schaffen einfach. Dass man sagt, ja, wir wollen eine andere Ästhetik, wir wollen uns abheben. Denn tatsächlich kann man sagen, die Kölner Gruppe im Umfeld des Filmclubs 813 damals entstanden in Köln. Das ist ja so die einzige große Gruppierung im deutschen Kino, die noch Independent-Kino macht, Independent-Filme. Keine andere Gruppierung hat so lange durchgehalten. Hängt das damit zusammen? Also Schwarz-Weiß ist generell teurer als Farbe. Also okay. Daran liegt es nicht. Nein, aber das können wir gerne schon vorwegnehmen. Schwarz-Weiß fokussiert aufs Wesentliche. Und was ihr später bei den anderen beiden Filmen sehen werdet, es geht ja durchaus auch um eine gewisse Gesellschaftskritik, aber um eben nicht in eine, entweder eine Sozialkomödie oder sonst irgendwas abzudriften, sondern um es abstrakter zu gestalten und auch vielleicht ein wenig märchenhafter zu gestalten, haben wir uns sehr, sehr früh für das Schwarz-Weiß entschieden, weil Farbe wird sehr schnell folkloristisch. Und müsste man an die Drehorte in Köln, im Kölner Westend ohnehin hinbringen, weil da ist ohnehin alles grau in grau. Sehr gut. Also an dieser Stelle, ich sag mal noch, Ulla Wetzig hat gleich Regieassistentin gemacht bei Weiße Ritter. Christos hat mitgespielt, ihr habt auch mitgespielt und Regie geführt. Christos ist auch der Verleiher des Christos Film. Ist noch dazu der Verleiher. Du nimmst mir das Entscheidende vorweg. Genau, es gab schon einen Kinostart im Oktober, aber das ist schön, dass wir jetzt eben noch die Gelegenheit haben, den Film nochmal hier zeigen zu dürfen. Also da auch vielen Dank, dass das noch möglich ist. Und ja, nachher wird es dann eben die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Erstmal gibt es dann eine halbe Stunde etwa Gespräch vorne zwischen euch und dann wird das auch für Sie geöffnet, dass Sie Fragen stellen können. Ich sage ganz herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Christos Dasios, Ulla Wetzig, Kai-Maria Steinkühler und Markus Mischkowski und viel Vergnügen mit Wellenreiter und Weiße Ritter. Vielen Dank. Viel Glück mit diesem Film. Ja, begrüßen Sie mit großem Applaus die Regisseure und Hauptdarsteller Markus Mischkowski und Kai-Maria Steinkühler. Weiße Ritter. Und Rudolf Warschech, der das Gespräch führen wird. Da sitzt Rudolf und ihr sitzt da. Ah, oh, danke. Ja, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Und vielleicht fangen wir mal an mit so ganz konkreten Fragen. Ihr mögt keine Düsseldorfer als Kölner? Alte Tradition bei uns in Köln, das ist nicht nur im Karneval so, sondern ich glaube auch, wenn man mit der Autobahn nach Düsseldorf fährt, ist es auch nicht ausgeschildert, diese Stadt. Und das war in dem Film eine kleine
kleine Lokalspitze. Aber wir werden gefördert aus Düsseldorf. Man darf das nicht vergessen. Wir brauchen Düsseldorf, um Filme machen zu können. Und wir sitzen ja auch in der Kai-Straße. Ja, wir kennen das hier auch. Es gibt ja Offenbach und Frankfurt und ja. Das ist eine ähnliche Rivalität. Und ich habe Verwandte in Düsseldorf, wenn die nach Köln fahren, sagen die, ich war mal wieder in der Stadt ohne Namen. Die sprechen das nicht aus, aber außer aus Überzeugung. Ja, die verbotene Stadt nennen wir das. Verbotene Stadt. Oder verbotene Stadt. Die verbotene Stadt, genau. Zweite konkrete Frage. Ich habe irgendwo gelesen, dass mit der Windanlage war tatsächlich echt, das sah super aus, dass wenn man den Film zum ersten Mal sieht, denkt man, vielleicht ist das irgendwie digital gemacht, aber das war nicht so. Erzähl doch mal. Ja, selbst die Erwähnung im Abspann, dass es analog gefällt worden ist, glaubt uns ja inzwischen keiner. Abgesehen davon, das Budget hätte nicht dazu ausgereicht, es digital herzustellen. Nein, es war wirklich ein sehr, sehr glücklicher Zufall, wo der Kinogott wieder völlig auf unserer Seite war, dass das störende Geräusch, das wir in der Heuballenszene permanent auf der Tonspur hatten, sich als Vorbereitung zur analogen Windradfällung entpuppt hat. Die erste Generation der Windräder aus den 90er Jahren wird in der Tat gefällt. Wir hatten diese Szene schon im Drehbuch gehabt mit Don Quixote, der gegen das Windrad kämpft, aber wir hatten natürlich kein fallendes Windrad drin. Und als dann die Aufnahmeleitung uns sagte, also es wird jetzt morgen um 5 Uhr, wird wirklich eins gefällt. Und dann haben wir die Dreharbeiten unterbrochen und sind dahin gefahren, um das einzufangen. Es war schönes Wetter, wir haben einen Ort ohne Touristen gefunden und waren wir sehr glücklich über diesen Zufall während der Dreharbeiten. Also es wird 3 Tage geflext, das hat uns Tonprobleme bereitet, weil wir in der Nähe gedreht haben und dann ist es soweit, dann gibt es sozusagen ein Seil und einen Trecker und der Trecker zieht es dann so und dann fällt es von selbst, was man da sieht, dass da so eine Art Strümpfe auf den Rotoren sind, das ist deswegen, weil die aus Carbon sind und am Anfang haben die das gefällt ohne diese Strümpfe und dann haben die Kühe diese Carbonsplitter gefressen und jetzt wird das so gemacht. Sieht jetzt wie ein billiger digitaler Effekt aus. Ne? Sieht aber in jedem Fall gut aus. Und das Kiosk, an dem ihr am Anfang immer steht, das kommt ja in den meisten, ich kenne nicht alle eure Filme, aber in den meisten Filmen kommt es ja irgendwie vor. Das gibt es tatsächlich. Ja, es kommt in 7 von 8 Filmen vor. Ja, das ist einer der uns sehr ans Herz gewachsenen originalen Schauplätze, an denen wir drehen und gerne auch immer, jetzt zum ersten Mal nicht auch zum Ende, aber zumindest zum Anfang dort zu drehen und auch wieder einen Aufhänger für die Episode folgende zu haben. Das ist das sogenannte Kölner Westend. Es gibt ja auch in Frankfurt ein Westend und auch in München, aber das Kölner Westend zeichnet sich dadurch aus einem Misch aus Gewerbegebiet, sozialem Wohnungsbau und Brachgegenden. Und wir haben das in den 90ern als für uns sehr cineastische, filmische Gegend entdeckt. Da ist noch kein Film vorher entstanden und wir fanden das so schön, dass es dort diese breiten Straßen gibt, die damals in den 60ern angelegt wurden für LKWs und für Gewerbe und Transport und für uns war das was Amerikanisches und dann haben wir das in eine Schwarz-Weiß-Ästhetik gebracht, weil wir dann fanden, das ist dann nicht so, so klein, sondern das macht es größer und auch unsere Figuren, die ja Anti-Helden sind, macht es sie größer und das war uns damals wichtig und so sind wir bei diesem Stil geblieben, den wir mit unserem Kameramann Kappi Schmidt entwickelt haben damals. Euer erster Film, also euer erster Langfilm war ja West End 2001. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein großer Publikumserfolg war, aber bei der Kritik kam der super an. Ich habe nochmal nachgeguckt. Es hieß, Mischkowski und Steinkühler haben die deutsche Komödie vor der Totalverblödung gerettet. Das sind ja eigentlich große Vorschusslorbeeren. Wieso hat es dann trotzdem so lange gedauert? Das kann ja auch sein, dass es eine bewusste Entscheidung war, so lange gedauert, bis ihr den nächsten Langfilm gemacht habt.
Ja, also das war ja so, dass das ist der künstlerische Erfolg und der Erfolg bei der Kritik, aber er war jetzt nicht an der Kinokasse oder im Sinne einer Quote erfolgreich, das kann man nicht sagen. Er hatte eine kleine Kinoauswertung bekommen, damals noch auf 35 mm, das hat aber auch gedauert, 2003, und ist dann auch in der, worauf wir sehr stolz sind, in dieser illustren Edition Filmmuseum, ist er erschienen 2006, aber es war für uns keine Art Ticketfilm oder Sprungbrett, um sozusagen den zweiten Film jetzt leicht finanziert zu bekommen. Die Projekte, die wir dann entwickelt haben, hatten jetzt gar nichts mit diesem Westend-Zyklus zu tun, sondern waren eigentlich Komödien, wo wir dachten, das ist jetzt einfacher oder mainstreamiger, die finanziert zu kriegen. Aber die Gespräche, die wir dann hatten mit Verantwortlichen, sei es bei Förderung oder auch bei Sendern, haben nicht zu dem Ergebnis geführt. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir doch in eine Richtung gedrängt wurden, die uns nicht behagt hat. Und dann mussten wir einfach die Entscheidung treffen, machen wir jetzt so konsequent weiter, eben mit dem Preis, dass man eben sehr low budget weiterarbeitet, oder wird man zum Dienstleistungsfilmer, was letztendlich für uns ja dann die Entscheidung war, die musste getroffen werden. Und darum hat es auch so lange gedauert. Und wir haben sie auch gerne getroffen, diese Entscheidung, und konnten deswegen jetzt zwar nur zwei Langfilme im Westend-Zyklus realisieren, aber insgesamt halt dazu noch sechs Kurzfilme. Also zwischen den Langfilmen gab es genug Arbeit für uns zu tun, und die haben wir gerne gemacht und konsequent gemacht und eben ohne Senderbeteiligung, ohne dass man uns reinredet, sodass wir wirklich frei arbeiten konnten und diesen Preis auch sehr gerne bezahlen. Danke. Man muss aber auch hinzufügen, dass wir in Köln eine wunderbare Unterstützung haben. Es wurde die Kölner Gruppe erwähnt. Das ist jetzt auch wirklich eine Gruppe von Freunden und Bekannten, die seit vielen, vielen Jahren, seit Anfang der 90er Jahre in Köln, um den Filmclub 813, das ist ein Verein, wo wir auch Mitglied sind und Kino machen. Das ist das ehemalige Kino des British Council. Wir haben uns dort in den 90ern getroffen und haben einfach dort Leute, die in ganz verschiedenen Bereichen technisch und auch vor der Kamera arbeiten, und haben uns gegenseitig immer unterstützt und geholfen, sonst wäre der Film auch gar nicht, hätte der nicht entstehen können. Und es gibt noch viel, viel mehr Kölner Gruppenfilme, auch einige Langfilme von Freunden, und diese gegenseitige Unterstützung, so muss man dieses Filmschaffen verstehen, ist das überhaupt unabhängig von Sendern und großen Fördergeldern möglich. Wobei wichtig zu erwähnen, dass alle Leute, die sich gegenseitig unterstützen, auch tatsächlich aus einer hervorragenden handwerklichen Ausbildung kommen. Und das merkt man auch allen Kölner Gruppenfilmen an, dass also ein im besten Sinne analoges Verständnis der Arbeit in der Tat vorhanden, gelebt und auch zuweilen zelebriert wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ihr habt ja auch oft bei euren Schauspielern, sind ja auch immer, nicht immer, also sind viele, machen da immer mit, also Bernhard Marsch, der jetzt den Medieval Madness Father irgendwie gegeben hat, Rasto natürlich, das ist ja so, es gibt so einen berühmten Essay über John Ford, da hat man das Stock Company irgendwie genannt. Ist das auch sowas, was ihr pflegt? Wir nennen es Westend-Familie. Ja, auf jeden Fall. Ja, nein, das pflegen wir, das wollen wir auch genau so haben. Tauchen auch immer in unterschiedlichen Rollen. Einige in unterschiedlichen Rollen und einige immer in denselben Rollen. Okay. Also der Mann mit dem Schaf ist ja unser Maskottchen, der in jedem Kölner Gruppenfilm vorkommen muss. Nicht nur bei uns, auch bei erwähnten Bernhard Marsch, aber bei allen anderen Kölner Gruppenfilmen. Seit 1993 muss er einmal, das ist Hans-Dieter Delkus, ein Kölner Lektor und Filmkritiker und Kurator, der muss einmal mit diesem Schaf, das auch schon mittlerweile ziemlich lädiert ist, einmal durchs Bild laufen. Das ist sozusagen der Stempel, okay, das ist jetzt ein Kölner Gruppenfilm. So, genau. Können Sie das erkennen? Der steht ja bei dem ersten Kurzfilm am Strand und bei Weiße Ritter steht er vor dem Gebäude, wo Rasto gedacht. Was hat es mit diesem Schaf für eine Bewandtnis? Das ist keine.
Nein, das ist ein aus dem Requisitenfundus des Kölner Schauspielhauses irgendwann mal von Bernhard Marsch erobert worden und seitdem hat er das einfach so gesetzt, es heißt Harald mit T. Wie seid ihr eigentlich ganz am Anfang auf eure beiden Filmfiguren gekommen? Der Grundgedanke war damals erstmal einen Film über Langeweile zu machen, der nicht langweilig ist. Das war der ursprüngliche Ansatz, das ist mit dem Westend-Kurzfilm, denke ich, auch mal sehr, sehr gut gelungen. Und wie gesagt, mit Kai Künnemann kam dann auch ein Produzent auf uns zu, der uns gefragt und ermutigt hat, aus dieser Thematik einen Langfilm auch zu uns Mut zugesprochen hat, das zu machen. Und er hat ihn dann auch gemeinsam mit uns realisiert. Und diese beiden Figuren waren natürlich erstmal dann gesetzt. Ursprünglich sollte tatsächlich meine Figur jemand anderes spielen. Der Schauspieler ist aber am ersten Drehtag aus unentschuldigt nicht erschienen, am zweiten auch nicht. Also mussten wir uns am dritten entscheiden, was machen wir jetzt? Und dadurch ist natürlich etwas sehr, sehr Schönes entstanden, nämlich genau diese Ruhe, die zwischen Mike und Alfred herrscht, das Unausgesprochene, das mit geringer Mimik und noch weniger Worten sehr, sehr viel ausgedrückt werden kann. Also danken wir diesem Schauspieler, der nicht erschienen ist, dass wir so schöne Filme machen können. Dem danken wir wirklich von ganzem Herzen. Es ist nämlich so, dass wir uns seit 1978 kennen und wir waren so eingespielt schon in dem ersten Kurzfilm. Man hat es noch nicht bedacht und mit dem Schauspieler, der gecastet war, wäre es viel schwieriger gewesen, das in so ein Zusammenspiel zu bringen. Und wenn man Regie führt und vor der Kamera steht, ist es sehr, sehr schwierig, das Timing, gerade wenn es um Komödie geht, das feine Timing hinzukriegen. Und aber wir hatten von Anfang an ein Korrektiv. Ulla Wetzig wurde vorgestellt, unsere Regieassistentin seit 1996, die immer auch den Blick hatte auf das Spiel. Und auch unser Kameramann Kapi Schmidt, auch jemand, der dann sozusagen auch immer neben der reinen technischen, handwerklichen Kameraarbeit auch immer noch einen Blick hatte auf Schauspiel- und Regieaufgaben so ein bisschen, wenn wir spielten. Eure Filme haben ja auch immer, in allen euren Filmen kommt so eine neoliberale Sprachregelung vor. In Westend heißt ein berühmter Satz, weiß gar nicht, wer den von euch beiden sagt, wir sind auf Aushilfsarbeiten spezialisiert. warst du. Und jetzt ist es ja fast eine Satire auf die Wortwahl solcher Leute gewissermaßen. Versteht ihr eure Filme, wie soll ich sagen, als Kommentar zum Kapitalismus? So wäre es eine Satire, wäre auch sehr schön, aber es ist natürlich ja gerade dieser Film knallhart recherchiert. Diese Sprache existiert ja wirklich. Wir sind ja tagtäglich, und sei es am Kiosk, manchmal sogar beim Flirten oder sonst irgendwie Opfer dieser Sprache. Wir werden, wenn wir einfach nur eine Flasche Bier kaufen möchten oder ein Panini-Bildchen-Tütchen, schon nach Treue Herzen gefragt. Wie gesagt, beim Flirten noch ganz viel schlimmer. Und auch diese Wirtschaftssprache, der wir permanent ausgesetzt sind, inzwischen meine Roboter schreiben Zeitungsartikel. Es ist also nicht wirklich eine Satire, sondern auch ein Teil von Bestandsaufnahme, aber kritisch natürlich, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so schwierig zu entdecken. Das ist bei den Zuschauern auch immer unterschiedlich. Wir waren jetzt mit dem Film ja, der seit Oktober ja auch durch die Kinos tourt, auch ein bisschen auf Tour und noch verschiedene Gespräche gehabt. Denn es gibt tatsächlich Leute, die in dem Bereich arbeiten und dann sagen, also schön und gut, was ihr da macht, aber bei mir in der Realität ist es eigentlich viel schlimmer. Die Sprache wird, und dann waren bei einer Vorführung, da waren wir in Brühl, glaube ich, in Nähe von Köln, da waren zwei Unternehmensberater im Kino und die sagten, ja, also wir könnten euch jetzt noch viel, viel mehr tolles Vokabular, euch ist ja eh veraltet, was ihr da macht, wir haben schon ganz neue Wörter. Also, darum ist es schwer, Satire heute zu machen, wenn schon die Realität so drüber ist, ne? Also wir müssen immer ein bisschen abschwächen, sonst glaubt es uns auch keiner, der nicht in der Branche arbeitet.
Schon Krauss hat ja gesagt, die Realität überholt die Satire. Irgendwie ist ja auch ganz berühmt. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Das ist ein Roadmovie. Das ist doch eigentlich auch ungewöhnlich für euch, oder? Also West End spielte ja schon in dem Kosmos West End. Jetzt bei dem Film habt ihr ja, wie soll ich sagen, eine andere Zielvereinbarung. wieso? Also schon im West End Kurzfilm waren sie ja auf der Suche nach der Ausfallstraße. Insofern war das Thema Roadmovie durchaus schon angelegt. Die haben sie nicht gefunden. Und Rasto natürlich hat sein Fernziel Malaga, das er vielleicht im hohen Alter mal erreichen wird. Aber tatsächlich mit Episode 8 war auch das Kölner Westend, das sich auch leider zum Negativen verändert hat, weil die schönen Brachgegenden jetzt von, ja, wie soll man sagen, hauptsächlich Filmgeräteverleihern belegt worden sind und sehr kurzfristig hochgezogene Architektur dort diese schöne weite Gegenden ein wenig verschandelt, war jetzt auch einfach zu Ende erzählt. Also haben wir uns überlegt, Mike und Alfred und auch Rasto wirklich mal auf den Weg zu schicken, mal gucken, was passiert. Gut, als erstes Fernziel für einen Kölner ist Luxemburg natürlich naheliegend, vielleicht ein bisschen zu naheliegend für Rasto, Mike und Alfred und deswegen natürlich auch das großartige Scheitern. Mhm. Aber dass sie auch mal raus dürfen aus Köln, das haben sie sich alle verdient. Urs hat vorhin schon die, wie ich finde, doch großartige Schwarz-Weiß-Fotografie erwähnt. Was mir auch noch aufgefallen ist, ihr liebt die Totale. Also es gibt sehr viele Totalen in euren Filmen. Es gibt auch diese ganz tolle Aufnahme jetzt in dem Film von dieser nächtlichen Tankstelle. Sind es Vorgaben von euch oder kommt es vom Kameramann? Nein, das war von Anfang an eigentlich seit 96 in unserem ästhetischen Konzept oder in unserem Vorhaben so, dass diese Figuren, die ja keine Psychologie haben, wie man das aus normaler Dramaturgie oder Fernsehdramaturgie kennt, die sollten eigentlich definiert werden durch den Ort, durch die Geografie und deren Einsamkeit oder Geworfenheit sollte sich sozusagen durch die Bildsprache, die aus den Motiven, aus der Geografie kommt, herstellen. Was übrigens auch problematisch war in allen Gesprächen, die wir mit Sendervertretern hatten, auch Redakteurinnen, weil damit haben wir uns doch sehr festgelegt und gesagt, aber wir wollen in dieser Lakonie und in dieser Bildsprache arbeiten. Das ist aber dann auch wirklich, wirkt es nur auf der großen Leinwand, auf dem kleinen Bildschirm wirkt das gar nicht so gut, auch vom Rhythmus nicht. Das kann man auch alles verstehen. Aber das war uns wichtig, also antipsychologische Figuren, die aber sozusagen durch die Bilder sozusagen und die Sprache natürlich definiert werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, innerhalb eines Bildes sehr, sehr viel zu erzählen, was natürlich eine Herausforderung ist. Man muss natürlich solche Filme immer mal öfter gucken, kleiner Hinweis, weil es immer so viel zu entdecken gibt. Man, anders als in einem Close-Up-Schuss, Gegenschuss, wo allerdings auch nichts erzählt wird, sondern einfach nur dargestellt wird, aber der Kopf des Zuschauers nicht gefordert oder überhaupt gar nicht die Freiheit gegeben wird, etwas Eigenes an Gedanken, Gefühlen und so weiter zu entwickeln. Und dadurch, dass eben in einer Großaufnahme, in einer breiten Aufnahme, in einer weiten Aufnahme mit mehreren Personen im Bild, die auch wenn sie, was bei uns öfter vorkommt, mal nichts sagen, trotzdem agieren oder auch reagieren und sei es durch Schweigen. Und das in einem Bild zu zeigen, statt in einer hoch aufgelösten Erzählstruktur, das ist uns in der Tat sehr, sehr wichtig und das ist auch ein für uns sehr, sehr schönes ästhetisches Konzept. Also auch die Eifel fand ich gerade durch diese Schwarz-Weiß-Fotografie sah jetzt überhaupt nicht so postkartenmäßig aus, sondern das war ja auch eigentlich eine eher flache Landschaft, kam es mir so vor, wobei die in der Realität eigentlich hügeliger ist. Wie habt ihr die Locations gefunden, auch diese tollen Draisinen da oder sowas, das sieht ja schon klasse aus. Ja, wir haben mehrere Motivtouren gemacht durch die Eifel während der Dreh. Ihr selber quasi. Ja, haben wir gemacht mit
unsere Produktionsleiterin damals, und wir haben dann auf der Karte haben wir diese Draisinenstrecke entdeckt bei einer Motivtour. Wir haben auch nach verschiedenen Burgen recherchiert und das war dann die Burg, die uns am besten gefallen hat. Und wir lassen uns dann, wenn wir so tolle Motive finden, auch dramaturgisch davon leiten. Die Verfolgungsjagd auf der Draisine stand zu dem Zeitpunkt nicht im Drehbuch, aber wir fanden es so großartig als Motiv, auch im hohen Fan, dass wir das Drehbuch dann dahin geschrieben haben. Merkt man auch. Und Autos, finde ich, spielen in euren Filmen ja auch eine gewisse Rolle. Jetzt ist ja, Autos diese, sind ganz wichtig. Dieser Trabant-Variant in West End, also dem Langfilm, war es, glaube ich, ein Ford Capri, kann das sein? Und Ford 17M. Hm? Genau, Ford 17M habe ich auch in einem Kurzfilm gesehen. Ja. Was fasziniert euch? Warum müssen diese Autos die Autos sein, die sie sind? Also wenn das Autocasting stimmt, ist schon mal die halbe Miete des Films bezahlt. Natürlich, es wohnt diesen etwas altertümlichen Autos natürlich auch eine wunderschöne Filmästhetik, nicht nur Filmästhetik, aber insbesondere Filmästhetik inne. Und die gilt es für uns auch zu bewahren, zu zeigen, zu bewahren. Und ja, wir mögen Autos. Man hatte euch, also gerade wenn man das nachliest, zu West End auch immer so mit Kaurismäki verglichen, also mit diesem lakonischen Humor. Wäre das für euch ein Vorbild oder anders gefragt, was sind eure Vorbilder? Kaurismäki hat immer tolle Autos in seinen Filmen, aber natürlich weitaus mehr. Natürlich sind wir Fans von Kaurismäki und auch die Lakonie, die reduzierte Bildsprache, der Rhythmus und wie die Schauspieler agieren. Mhm. Zwischen Nichtspiel und leicht hölzernem Spiel, das ist übrigens sehr, sehr schwierig, Schauspieler davon zu überzeugen. Schauspieler sind es gewohnt, besonders je professioneller sie sind, dass sie sich sozusagen die Dialoge, die wir ja wirklich extra so hölzern schreiben, wo wir jedes Wort umdrehen, ja, wie ein Kind einen Käfer sozusagen unter einem Stein sucht, und wir verschieben immer also der Satzbau, das stimmt alles so, und dann kriegt der Schauspieler das, dann muss er es genauso machen. Und möchte sich natürlich aneignen, geschmeidiger machen oder sich damit identifizieren, also das Ganze identitärer anlegen, wenn man so sagen darf. Und dann muss man aber sagen, nee, du sollst falsch sein, die Sprache soll nicht dir gehören, du sollst entfremdete Sprache spielen, du sollst entfremdet spielen. Claudia ist eine Meisterin, die kann das wunderbar, aber es ist teilweise auch schwierig. Und das ist bei Kaurismäki zu finden, das haben wir in den 80ern ja bei ihm entdeckt und das fanden wir großartig, denn nur so kann man auch dann die Sprache, du sagtest Kapitalismus, Satire oder so, aber dann kann man diese Sprache, und das ist ja eine These der Filme, dass eben die Sprache nicht den Individuen gehört, sondern die wird übernommen. Und das ist ja, was wir auch immer mehr erleben, also wir kriegen immer mehr vorgeformte Sprache in der Arbeitswelt zu hören und sollen sie auch verwenden. Da sind wir auch wieder beim Geworfenen der Figuren in eine Gesellschaft, die gar nicht deren Gesellschaft ist und wo sie in der Tat entfremdet. Der Darsteller des Rasto, das ist aber ein Schauspieler, oder? Also ja, ein Theaterschauspieler in Wien arbeitet. Genau, der ist so der, wie soll ich sagen, schmissigste, da denkt man das bei ihm am ehesten, sage ich jetzt mal, ein Schauspieler ist. Mm. Vielleicht noch, ihr habt eine Kinotour mit dem Film gemacht. Wir haben ja auch den jungen Mann bei uns, der den Verleih gemacht hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein schwierig zu vermarktender Film ist, aber weil ich fand ihn ja lustig und eingängig, aber wie war es, diesen Film an die Leute zu bringen? Vielleicht erst ihr und dann Christos. Also im Moment ist die Situation schwierig für so kleine Filme. Wenn man das vergleicht mit West End 2001, wir sprechen jetzt ja von 2003, sagen wir, da kam er im Oktober raus,
Da lief er durchgehend 6 Wochen in Köln. Okay, das ist Heimspiel Köln, aber auch in anderen Städten. Aber das war noch eine analoge Zeit. Der kam auf 35 mm raus und es gab nicht so viel Konkurrenz. Heute haben wir DCP, wir haben digitale Formate und viel einfacher und viel, viel günstiger lassen sich einfach mal 10 DCPs, 10 Festplatten herstellen, aber nicht 10 35 Meter Kopien. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, 700 Filme, die in Deutschland pro Jahr rauskommen. Und das war 2003 eine ganz andere Situation. Und dann teilt sich natürlich, ich meine, die Besucherzahlen gehen ja eher zurück in Deutschland, das wissen wir, aber teilen sich auch viel mehr Filme auf. Und es gibt viel zu wenig Abspielplätze. Wir hatten große Schwierigkeiten, Christus kann auch was sagen, aber wir hatten große Schwierigkeiten, überhaupt in Kinos Plätze, Abspielplätze zu finden. Wenn die Leute den Weg in den Film gefunden hatten, dann war die Resonanz eigentlich durchweg positiv, was wir mitbekommen haben. Aber es war sozusagen, es waren zu wenig Kinos, die sich hätten darauf einlassen können, diesen Film, der vielleicht auch ein bisschen Mundpropaganda braucht, einfach mal 2-3 Wochen zu spielen. Die Zeiten sind lange vorbei. Dann? Ja. Ja, ganz richtig formuliert. Das Hauptproblem ist tatsächlich, entweder man hat ein gewaltiges Werbebudget oder der Film funktioniert aufgrund seiner eigenen Qualität und spricht sich über Mundpropaganda herum. Aber wenn er dann nur teilweise ein oder zwei Tage oder 1 oder 2 Wochen ausgewertet wird in einem Kino, dann reicht das dafür nicht aus. Dass bei 800 Filmstarts jährlich, davon ungefähr knapp die Hälfte einheimische Produktion, das sind wie viel pro Woche? Ich weiß es gar nicht. 15? 15 neue Filme pro Woche. Ja, und vor allen Dingen, ich denke ja, der Markt quasi, oder nein, das Marktsegment gewissermaßen, also Programmkinos, Arthouse-Kinos, das ist natürlich nochmal enger. Also ihr lauft ja dann auch in Kinos, die jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Logan oder Wolverine oder sowas spielen. Und da gibt es ja auch immer mehr Filme. Ja, also gerade die Franzosen produzieren ja diese Wellness-Komödien, wie wir den nennen, ja am Fließband. Und die Arthouse-Kinos brauchen diese Filme auch. Man muss es auch sagen, um zu überleben, müssen die auch spielen, weil die kommen gut an bei dem Publikum. Aber das sind natürlich auch die Kinos, das stimmt, wo natürlich auch so ein Film laufen würde. Ja, und ich denke, ich glaube schon, dass es richtig ist, was du sagst, also dass man weiß ja, wie entscheidend Mundpropaganda ist, dass es jetzt kaum noch Chance gibt, dass Filme durch Mundpropaganda irgendwie auch wirken können. Ja, gibt es also noch Fragen von Ihnen? Oder auch Kommentare, dann komme ich Kommentare. Zum Mikrofon, auch wenn das jetzt abschreckt. Trauen Sie sich. Wenn wir gerade bei der Auswertung sind, wie ist das denn der Unterschied zwischen Festivals und Kinos? Also merkt ihr das, dass das vielleicht eine andere Plattform ist? Also wenn man die, sagen wir mal, wenn die jetzt plötzlich auch kommerziell gelten würden, würde euch das helfen zum Beispiel? Weil Festivals, da habe ich so das Gefühl, da ist das Independent-Kino ja inzwischen zu Hause. Ja, Festivals ist natürlich super. Die Kinos sind ja voll bei Festivals. Also in Hofe liefen wir 3-mal mit dem Film bei der Premiere. Wir waren alle, da hätte man noch einen 200-Leute-Saal natürlich haben können. Das ist halt was ganz anderes. Aber auch das Hofer-Publikum, muss man ehrlich sagen, in Hof gibt es ja auch Kinos, die das ganze Jahr überspielen. Die gehen dann hin, die Leute, weil es ein Festival ist, weil dort ein bisschen Glamour ist und roter Teppich oder man trifft sich mit Leuten, man trifft Filmschaffende. Man kann aber daraus jetzt aus einem Festivalerfolg jetzt nichts schließen. Aber deine Frage war ja auch, ob Festivals kommerzieller werden sollen. Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Dass sie zum Beispiel als Auswertungsplattform den Kinos gleichgestellt werden können, also wenn sie entsprechend gefördert werden, dass die Filmemacher dann entsprechend, wenn entsprechende Zuschauerzahlen da sind, dann auch den Output bekommen finanziell. Du meinst, dass die Festivals anfangen, Filmmieten zu bezahlen? Beispielsweise, ja. Wenn die entsprechend gefördert werden, natürlich. Ja, da
haben wir uns, glaube ich, noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob das nicht die Festivals, es geht ja da immer auch um ich sehe was als Erster, man will eine Premiere sehen und kann man das nicht vorstellen, aber ja, andere Möglichkeit ist ja auch, dass man versucht, digitale Kanäle zu öffnen, wobei wir jetzt keine Filme machen, die unbedingt auf dem Handy funktionieren. Kommt auf die Größe des Handys. Nochmal eine ganz andere Frage. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr, also ihr produziert den Film, ihr schreibt die Drehbücher und ihr führt Regie. Wie inszeniert ihr euch selber? Oder spielt da die Regieassistentin? Also wenn wir gemeinsam vor der Kamera sind, ja, wie schon erwähnt, haben wir unsere Instanzen, die uns seit 20 Jahren, ja, über 20 Jahren begleiten, namentlich Ulla Wetzig und Kapi Schmidt, Regieassistenz und Kamera, die uns so lange begleitet haben, auch stilbildend an der Bildsprache mitgewirkt haben und eben unseren Humor, diesen leicht versetzten, immer kurz zu spät kommenden Einsatz oder auch verpassten Einsatz sehr, sehr gut kennen. Da sind wir auch drauf angewiesen, obwohl wir natürlich auch mit ein bisschen Proben auch selber dahinter kommen und schon natürlich den Einsatz eigentlich drauf haben. Und uns gegenseitig inszenieren wir uns ganz normal, wie es unter Regisseuren und Schauspielern der Fall ist. Sag doch mal was, wie ist es mit denen? Also Tagesform abhängig. Nee, das ist schon, dass die sehr gut eingespielt sind, die beiden, aber mitunter, wenn wirklich Produktionsstress und dies und das, also ist es schon ganz gut, wenn man drauf guckt und sagt, man kann vielleicht noch ein bisschen langsamer und nicht so runtergeleitet, also so kleine schauspielerische Anmerkungen oder Spiele, also Korrektive, kommen da schon auch von mir. Also man, aber das funktioniert eben auch, weil wir seit 94 zusammen drehen und ich auch die Figuren sozusagen ja auch schon lange kenne, dass man da weiß, wie sind Mike und Alfred miteinander und vor der Kamera läuft es vielleicht manchmal aus dem Ruder, aber eigentlich kennen die beiden ja auch schon sehr gut. Aber es ist schon ein komplexes Agieren, auch mit dem Kameramann, muss man wirklich sagen, der da auch drauf guckt, immer. Gibt es von Ihrer Seite aus dem Publikum vielleicht noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich komme. Birgit, zipfst du das Mikro. Ich habe ja sehr lange drauf gewartet, wann der Helm endlich eingesetzt wird, den die Figuren die ganze Zeit mitgeschleppt haben. Und ich fand das sehr würdig bei diesem Traisine heißt das, ne? Und ein Satz hat mir wahnsinnig gut gefallen, den werde ich bestimmt nie vergessen. Sie kann nicht weit sein, das ist ja alles nur Natur drumherum oder so. Also wunderbar, danke schön für das. Mhm. Die unterhaltsame Zeit. Vielen Dank. Das sind ja nun auch keine Naturburschen im Sinne, die kennen eigentlich nur Asphalt und kommen eigentlich daher. Und das mit den Helmen musste auch deswegen so sein, weil das eine kleine private Hommage an Steve McQueen in Le Mans ist, der ja die ganzen Rennoveralls, die Kostümbildnerin auch genauso mit den Applikationen gemacht, wie das Steve McQueen in Le Mans trägt, einer unserer Lieblingsfilme. Und deswegen brauchten die unbedingt den Helm, der musste durch den ganzen Film geschleppt werden, damit das dann auf der Dresine ironisiert zitiert werden kann. Ich finde auch noch eine Parallele ist zu einem wunderbaren Kurzfilm, der jetzt nicht explizit Westend-Zyklus ist, sondern Kölner Gruppe, Tour Eifel. Das ist ja ein Film, Markus, du spielst da mit, Kai, du glaube ich nicht, ne? Genau. Und ihr fahrt da in die Eifel, ihr seid in der Eifel, also auch auf dem Land, und dann führt das zu einer so skurrilen Diskussion über, ja, über was eigentlich? Also ihr schafft da so, das wirkte auf mich immer improvisiert, obwohl das wirklich ja, wie du es auch gerade eben geschildert hast, aufs letzte Detail ausgeklügelt ist. Ist das ein Ziel, was man erreicht, dass es dann dadurch letzten Endes wieder eine Improvisiertheit im Gefühl bekommt, oder? Nein, ist das falsch? Ist ein bisschen so im Gespräch, ne, du hattest auch schon angesprochen, German Mumblecore mal in einem anderen Kontext, dass also Improvisation so im
ein bisschen Mode ist in Deutschland, aber auch vielleicht in Amerika. Wir improvisieren eigentlich nicht, außer es passt nicht, was wir geschrieben haben. Dann natürlich sind wir so flexibel und lassen, überlegen uns was Neues, aber wir arbeiten nicht mit Improvisation. Tour Eifel, der wirkt so, aber da haben wir uns Monate vorher getroffen und haben das genau so auswendig gelernt, dass es dann so wirken kann. Aber es ist nicht improvisiert, auch jetzt unsere Filme sind nicht improvisiert. Es gibt auch ein Storyboard, das gibt es von der ersten bis zur letzten Seite mit jeder Kadrage und alles. Musst du Storyboard erklären noch? Was macht ihr da? Storyboard, da zeichnen wir die Einstellung rein. Oder was soll ich erklären? Ich weiß ja vielleicht nicht jeder. Ein Storyboard, ja, also dass der Film als Comic eigentlich gezeichnet wird, vielleicht am einfachsten zu erklären. Also jede Einstellung hat ein Bild, eine klare Kadrage und das ist die Vorlage auch für den Kameramann. Also es klingt jetzt sehr streng und festgefahren, wir müssen aber aus Produktionsgründen auch so arbeiten, denn weil wir so oft vor der Kamera stehen, muss eben Kameraabteilung, Lichtabteilung und Regieassistenz und Aufnahmeleitung, die müssen einen klaren Plan haben, was wir wollen, denn wir können nicht so viel kommunizieren. Also auch im wahren Leben können wir das nicht. Das würde uns zu viel Zeit kosten, dann über so Sachen zu diskutieren. Ja, da ist noch eine Frage. Ja, cooler Film. Bedauere, dass ich jetzt keine sehr profunde Frage formulieren kann, aber ich bin sehr neugierig. Welchen Tipp ihr denn für, ich meine, ich sehe jetzt zwei gestandene Filmemacher vor mir, die im DIFF interviewt werden zu ihrem Werk. Welchen Tipp könnt ihr dann einem jungen Filmemacher mitgeben, wie man sich eben nicht an die Filmförderung wenden muss, um eben nicht sich reinschreiben zu lassen, sondern sein eigenes Ding zu machen? Wie schickt ihr da jemanden auf den Weg? Das war vielleicht ein Missverständnis. Wir arbeiten durchaus mit Filmförderung. Wir brauchen auch Filmförderung. Auch dieser Film ist gefördert von der Film- und Medienstiftung, wie auch fast alle unserer Filme. Was wir nicht haben oder was wir eine Zeit lang suchen wollten, war eine Sender-Kofinanzierung. Die meisten deutschen Filme werden eben nach einem bestimmten Finanzierungsmodell produziert. Das heißt, es gibt ein, zwei Länderförderungen. Und es gibt einen Sender, der einsteigt, sei es ZDF oder WDR oder ZDF Arte. Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, denn man muss ja als Filmemacher, wie ich gerade sagte, muss man entscheiden, wo man hin möchte. Und man muss, glaube ich, die wesentliche Frage, die jeder für sich klären muss, ist, will man Dienstleistungsfilmemacher werden und dann eben Auftragsproduktion machen? Und das kann ja durchaus gut sein. Es gibt ja gute Filmemacher, die das auch können. Also Dominik Graf ist ja der zitierte Meister darin. Der arbeitet ja seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten für Sender, schafft es aber, sich auch immer mit einer eigenen Handschrift als Autorenfilmer dort zu etablieren, obwohl er sich jetzt Handwerker nennt, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Und das muss man, glaube ich, als erstes klären und daraus werden sich auch Konsequenzen ergeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut beantwortet war. Doch, im Prinzip schon. Aber kann ich noch kurz nachhaken? Wie hat das denn bei euch konkret mit dem ersten Kurzfilm? Oder, ja, Kurzfilm habt ihr angefangen. War das 91? Nein, 2000. Ja, wir haben den ersten Kurzfilm aus dem Western-Zyklus haben wir 96 gedreht und haben dann einen Produzenten gefunden, wie Kai gerade erzählte, der daran glaubte, dass wir einen Langfilm daraus machen könnten und haben dann mit ihm zusammen Drehbuchförderung und dann Produktionsförderung eingereicht. Der Produzent wollte ursprünglich auch, dass der WDR einsteigt, aber das hat dann auch aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob Schwarz-Weiß war das ein Grund? Es war Schwarz-Weiß, es war die Auswahl der Schauspieler unter anderem. Wir hatten auch das ZDF gefragt, die fanden, glaube ich, den Anfang des Drehbuchs toll, der WDR das Ende und der WDR fand dafür das Ende toll und den Anfang nicht so gut. Was du eben auch sagtest mit dem Reinreden, das ist natürlich auch ein Wabonspiel und das auch keiner Regel folgt und auch nicht vorhersehbar ist. Wenn du dich dazu entschließt,
No-Budget, Low-Budget-Filme zu machen und dir nicht reinreden zu lassen, dann ist das Einzige, bleib dir selber treu. Und ansonsten, wenn du dich entschließt, Dienstleister zu werden, dann musst du akzeptieren, dass dir reingeredet wird und du Zugeständnisse machen willst. Und da hilft nur der Blick in den Spiegel. Und dazu kommt aber, dass ihr auch andere Jobs noch habt. Also ihr lebt jetzt nicht ausschließlich vom Film. Nee, ja, klar. Also den Preis muss man bezahlen. Also. Vom Independent-Film kann man nicht leben. Wollt ihr sagen, was ihr macht? Ja, ich bin an der Schule, ich arbeite als Lehrer und er arbeitet in der Gastronomie. Im Weißen Holunder, da geht's an Karneval richtig ab morgen. Ja, wer noch nichts vorhat. Wie ist das eigentlich bei einer Filmförderung? Man legt ja dann ein Buch vor. Und wie ist das, wenn ihr zum Beispiel während der Dreharbeiten von dem Buch abweicht? Bei einem Sender wird ja normalerweise immer jeder Film abgenommen. Also da sitzen dann die Redakteure zusammen und können dann auch quasi Schnitte und Änderungen verlangen. Wie ist das bei einer Filmförderung? Wahrscheinlich nicht. Nein, also es wird abgenommen, der Film wird auch abgenommen, aber es ist natürlich nicht so streng, denn er wird ja in dem Sinne nicht von der Filmförderinstitution versendet. Da muss jetzt kein Redakteur sozusagen den Film verantworten in allen technischen und handwerklichen, ästhetischen Belangen. Es darf jetzt kein anderer Film mehr rauskommen, aber irgendwelche Abweichungen, ey, man, es zieht sich ja auch über Jahre. Wir haben 2010 mit dem Drehbuch angefangen, 2015 war der Film fertig. Ich glaube, da können Sie sich gar nicht mehr erinnern, was im Drehbuch stand nach so vielen Jahren. Es darf jetzt nichts anderes werden. Aber also es soll schon ein hoher Wiedererkennbarkeitsgrad vorhanden sein. Was bei uns aber gegeben war. In der Tat, nicht nur durch Schwarz-Weiß. Euch. Ich meine, es ist jetzt so, weil du jetzt fragtest, Tipp auf den Weg geben. Ich meine, wenn man unabhängig arbeiten will, es ist immer wichtig und gut, dass man so eine Art Handschrift entwickelt, die eine eigene Handschrift ist und dass man eine Art Wiedererkennung entwickelt. Aber das gilt, glaube ich, überhaupt für den ganzen Autorenfilm, weil das macht es berechenbar. Und das, was halt in der Regel oftmals Geldgeber, Finanziers, Förderer, Sender wollen, dass sie sozusagen das Projekt im Vorfeld berechnen können. Wie groß ist das Risiko? Und wenn man weiß, okay, die machen seit so und so vielen Jahren oder der und der Filmemacher oder die Filmemacher seit so und so vielen Jahren solche Filme, dann kann man das ja auch besser einschätzen und dann kann man ja auch eine Entscheidung vertreten. Ob das jetzt gut ist, steht auf einem anderen Blatt, aber in der Praxis kann man das schon feststellen. Mich würde auch noch interessieren, die Reihe heißt ja Was tut sich im deutschen Film? Und ihr habt jetzt ja als Kölner Gruppe 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Klaus Lemke hat vor 50 Jahren seinen ersten Indie-Film gemacht mit 48 Stunden Miss Acapulco. Gibt es denn noch so Leute, wo ihr sagt, ja, die arbeiten so wie ihr, wo ihr sagt, das findet ihr toll, das schaut ihr euch auch gerne an, wo ihr vielleicht sogar einen Austausch habt? Gibt es sowas in eine Indie-Szene in Deutschland? Also Klaus Lemke ist natürlich einer unserer großen Vorbilder und Mentoren, was die Haltung, wie er das sagen würde, Attitude zum Film ausmacht. Ich habe mal mit ihm eine Stunde telefoniert und er hat mir hat eine Art Kurs gemacht, wie man Filme zu produzieren hat und worauf man zu verzichten hat. Und, nämlich? Ja, auf den ganzen großen Produktionsapparat, der die ganze Zeit mit irgendwelchen Walkie-Talkies an Sprintern rumsteht und irgendwie sich am Catering aufhält und eigentlich aus einer Produktion einfach eine sehr schwerfällige Sache macht. Klaus Lemke ist ein Meister darin, sehr schnell mit sehr kleinem Team sehr flexibel zu agieren. Und davon haben wir einiges übernommen. Also ich darf es hier sagen, im Hohen Fenn, da wurden keine Drehgenehmigungen eingeholt, da kriegt man auch keine. Das ist absolutes Naturschutzgebiet, da stapft man nicht einfach mit dem Team durch. Wenn man ein großes Team hat, eine große Produktion hat, dann kann man so nicht arbeiten. Das heißt, es hat natürlich auch Vorteile, wenn man mit einem kleinen Team arbeitet, das vertraut ist und auch dann Guerillataktiken anwenden kann. Und da ist Klaus Lemke natürlich ein Meister drin. Liegt natürlich auch an den ganz, ganz flachen Hierarchien, die dadurch eben nicht entstehen. Im Sumpf, im Hohen Fenn. Genau, da sind sie dann eher unterirdisch, die Hierarchie. Nein, aber so kann man eben schnell reagieren.
klein und fein. Die ganze Münchner Gruppe ist für uns Kölner ein großes Vorbild. Wir sind auch Fans. Wir haben die in den 90er Jahren schon für uns entdeckt und wir haben die meisten auch eingeladen mit ihren Filmen zu Rudolf uns. Rudolf Thom Eckert dann dazu, Max Zielmann, Werner Enke, Mace Pilz. Roger Fritz, Schamonis, ja. Genau, die hatten wir alle in den 90ern bei uns und die kamen zu uns in den Filmclub und wir waren begeistert von diesen Filmen, die so für deutsches Kino für uns so unglaublich luftig, lustig und auch international und mondän waren. Also die Filme aus den 60er Jahren und auch Roland Klick war bei uns zu Besuch und das ist eine Tradition, die wir toll finden im deutschen Kino. Da würden wir uns gerne einordnen. Also das ist, Lemke sagt übrigens über unsere Filme, ja, das sind Grabsteine. Also der mag unsere Filme überhaupt nicht. Und ich sage, ja, ich mag deine aktuellen Filme auch nicht, aber die aus den 60ern, die sind super. Negresco, 48 Stunden bis Acapulco. Da distanziert er sich interessanterweise ein bisschen von. Aber es ist in Ordnung, aber immer wieder schön, ihn zu treffen. Also, wir haben seitdem im Filmclub und die Münchner Gruppe, wir haben wirklich eine Freundschaft, ja. Ja, das nutze ich direkt jetzt mal als Werbeblock, weil am 10. März, also schon recht bald, wird Dominik Graf zu uns kommen und seine beiden Filme Verfluchte Liebe deutscher Film und Offene Wunde deutscher Film. Sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. Da kommen all diese genannten Personen quasi wirklich ausnahmslos wieder drin vor und erzählen, warum es im deutschen Film so dermaßen schiefgegangen ist in den letzten 50 Jahren. Also es ist wirklich sehenswert und Dominik Graf wird auch hier sein und drüber diskutieren. 10. März, schon mal vormerken. Ja. Hast du noch was oder haben Sie noch eine Frage? Ansonsten nutze ich den Werbeblock doch direkt. Ja, ich möchte noch, also wir möchten noch sagen, also große, große Freude, große Ehre für uns hier im Filmmuseum in München. In München. Wie hieß an dieser Stelle? Heißt die Gruppe hier nochmal? Waren wir gestern. Vorhin sagte er noch Hamburg. Also Frankfurt. Das ist ein Roadmovie hier. Nein, das ist herrlich, eine große, große Freude für uns und das. Möchten wir uns sehr bedanken für die Einladung und vielen Dank, dass Sie den Weg hier hingefunden haben. Toll, dass ihr dem Sturm getrotzt habt und trotz Karneval hier seid. Es war ein wunderbarer Abend, ein wunderbarer Film. Bitte, einen herzlichen Applaus. Markus Mischkowski, Kai-Maria Steinkühler, Wetzig und Christos Dasius natürlich, die mitgekommen sind. Dankeschön. Und Rudolf Worschech, der das Gespräch geführt hat. Und der allerletzte Werbeblock, was tut sich im deutschen Film, geht weiter am 1. März und zwar mit Filmen, die auch ganz selten zu sehen sind, nämlich mittellange Filme. 30 Minuten, die ich ehrlich gesagt für die neue Form des Autorenkinos halte, weil die können wirklich komplett unabhängig arbeiten. Und da haben wir drei sehr, sehr spannende, unterschiedliche Gewinner von unterschiedlichen Festivals. Genrefilme, improvisierte Filme, querbeet, alles durch. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen und jetzt kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Und ich würde mich noch sehr freuen, wenn ihr rauskommt, liegt ein ganz analoges Gästebuch dort. Und wenn ihr hier nichts geredet habt, dann schreibt in das Buch für Weiße Ritter. Vielen Dank.